Das Beste aus SMS von gesternnacht.de. Gelesen von Annette Frier und Christoph Maria Herbst. Wenn der Christoph schreibt, antworte ich gar nicht. Du hast meine Nummer gar nicht. Treffen uns um 8 am Markt. Okay. Und wann? Am Markt. Ich habe mal eine Antwort von einem Kumpel auf eine SMS gekriegt, die ich ihm vor 4 Monaten geschrieben habe. Der hat sich 120 Tage Zeit genommen, um die zu beantworten. Was hat er denn geschrieben? Bin jetzt da, wo bist du? Ja, und ich stand vier Wochen an der Stelle und er wollte mich da eigentlich abholen. Schatz, sollte eigentlich eine Überraschung werden. Steh vor deiner Haustür, Smiley. Du bist aber nicht da und Handy ist aus. Wo steckst du? Freu mich riesig auf dich. Komm ganz schnell, du fehlst mir so. Kuss. Du bist wo? Nein, verdammt. Bin auf der Autobahn kurz vor Karlsruhe, wollte Überraschungsbesuch bei dir machen. Ich dreh um, bin in 4 Stunden da. Das gibt's doch nicht, Heuli. Ach du Scheiße. Weiß grad nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Neulich, und zwar habe ich meine Schlafzimmertür nicht mehr aufgekriegt. Und da habe ich einen Hilferuf gesendet, kriege Tür nicht mehr auf. Und mein Kind stand auf der anderen Seite der Tür. Aber wie gesagt, es ist zu privat, um es zu erzählen. Nee, tust du es ja auch nicht. Nein, und wie geht's dann weiter? Also wenn du es erzählen würdest, wie würde die Geschichte Ich habe 3 SMS geschrieben und dann habe ich die Tür aufgebrochen. Es war wirklich schrecklich. Es ist eine schlimme Situation gewesen. Mit SMS nicht zu lösen. Ich kann nicht. Komm, es ist für uns alle die 13. Stunde. War nett. Zwinker. Meine Kacke liegt noch bei dir. Kannst du mir die bitte zuschicken? Du, das ist ein... War nett. Zwinker. Meine Kacke liegt noch bei dir. Kannst du mir die bitte zuschicken? Ich schätze, du meinst deine Jacke. Ja, kann ich. Danke. Tschüss. Ja, aber so Absurditäten wie, wie ist es denn jetzt? Holst du mich jetzt morgen am Bahnhof ab oder eher am Marktplatz? Und dann kommt als Antwort, genauso machen wir es. Genau. Ich bin in Türkei, verstehst du mich? Schreib lauter. Ich habe so eine Pamphlets-SMS an meinen Ex-Freund losgeschickt. Das war schlimm. Und es geht ja wirklich nichts mehr, du kannst nichts mehr rückgängig machen. Ich hasse dich. Ich hasse dich? Oh, ja, ich hase dich auch. Das kommt gleich nach ich katze dich und ich hunde dich. Ebenso wie ich vög... Nein, das schreibe ich jetzt nicht. Danke, du hast mir die Nacht gerade extrem erheitert. Also OMG für Oh mein Gott? Nein, nein, original mit Gunter-Titeln. Achso. Wer ist denn nicht dieser Gunter? Ich fand sogar dein Bäuchlein sexy. Gute Nacht. Mein was? Zu laut, übersteuert, nee, Hamburg, geht nicht. Hat er geregeln können. Wirst du eh synchronisiert. An der Stelle wirst du eh synchronisiert. Wir sind endlich Papa und Mama. Um 15.21 Uhr kam der kleine Nazi zur Welt. Maxi, nicht Nazi. Ja. P. Nis. Danke. Hab 5 Euro gewonnen. Mein Kommilitone hat dagegen gewettet, dass du so antwortest. Na? Wessen Arschtasche schreibt mir da? Das Beste aus SMS von gesternnacht.de. Gelesen von Annette Frier und Christoph Maria Herbst.